Moin Leute, hier zurück bei Prince of Persia und wir gehen jetzt direkt hier rein und gehen zum Boss, zu Jahandor oder so, weiß gar nicht genau. Das Problem ist halt hier, ich habe den Boss schon ein paar Mal probiert zu legen, hat nicht funktioniert, habe nur rumgehatet, musste dementsprechend dann halt das Video auch schneiden, aber ich hoffe mal, ich krieg's jetzt hin. Die Bosse sind ziemlich schwer zu legen, wie ich finde, muss ich halt erst drauf einspielen, ja, dann geht's irgendwann, aber insgesamt ist es dann doch schon ein bisschen hakelig. Ja, ist schon öfters bei mir geendet hier, da das Leben. Das habe ich schon mal gehört. Mal gucken, wie lange ich brauche. Mal warten. Mal gucken, wie lange ich brauche. Ja, das mache ich damit. Falsch. Das war nicht gut. Ich probiere mein Bestes, ja. Aber funktioniert wahrscheinlich nicht so richtig. Ach man, ich muss erstmal wieder reinkommen. Also man kann die auch abwehren, aber wie sieht, habe ich gerade wieder verkackt. Wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich jetzt nicht schaffen, aber... Ich hab's geschafft. Oh, ich hab's geschafft.
Yippie, ich hab's geschafft. Alter, mein Herz pocht wie blöd. Alter Schwede. Aber wie gesagt, davor habe ich bestimmt 5-mal hintereinander nur geflucht und hab's nicht geschafft. Wertgegenstand erhalten. Blume des Soma-Baums. Ein Blatt der mystischen Blume der Unsterblichkeit von Soma-Baum erhöht die Maximal... Ah, endlich sowas. Endlich. Oh, ja, schön. Wir kommen voran. Da ist das Viech einmal. Oh, nice. Geschafft, meine Damen und Herren. Alter Schwede. Hieieieiei. Was ist das? Kommt mir jetzt hier an die Energie oder was? Eile von Simurg. Nutze Simurgs Kräfte, um den Raum zu krümmen, um dich durch die Luft zu bewegen. Indem du R2 drückst, bewege dich damit horizontal vorwärts oder rückwärts. Aha. Kann auch nach einem erlittenen Treffer verwendet werden, um Sargons Fall aufzuhalten, bevor er den Boden erreicht. Okay. Ja, so viel habe ich schon erkundet übrigens. Einige Passagen haben wir noch nicht erkundet. Da ist noch eine Nebenquest. Die wäre vielleicht auch mal noch interessant. Ha! Alles interessant. Definitiv. Ah, okay, warte mal. Aha, okay. Aha! Nice! Was Neues, Leute, was Neues. Sehr schön. Da ist schon mal ein Baum, da gehe ich schon mal speichern. Okay. Irgendeine Spur vom Prinzen? Nichts. Und ich suche schon seit 3 Tagen. 3 Tage? Ataban, wir sind erst einige Stunden hier. Stunden für dich. Tage für mich. Jahre für Adashirs Männer. Ja, die Zeit spinnt hier wohl ein bisschen, würde ich sagen. So, erstmal speichern hier. So, da muss ich hin. Da ist die Nebenquest. Ich will mal kurz probieren, zur Nebenquest zu gehen. Das ist eine gute Idee, das wird sich zeigen. Wie gesagt, ich will ja natürlich hier so viel wie es geht mitnehmen, damit halt hier Sargon genug ausgerüstet ist und auch vorankommt und, ich nicht hier immer verliere oder so, also verliere in dem Sinne, dass ich hier immer irgendwie drauf gehe und so. So, mal gucken. Das ist natürlich immer ziemlich riesig, was ich hier mache. Bin ich hier richtig? Ich glaube schon. Ey. Ey. Da hab ich zum Beispiel wieder verkackt komplett. Ja. Das war wieder richtig übel und richtig doof. Oh, ich hab 544 Dinger. Moment, da muss ich da erstmal beim Baum was kaufen, noch schnell. Da muss ich gleich nochmal kurz beim Baum was kaufen, ey. Oh, ganz vergessen, dass ich eine Mietzkatze. Ey. Hä? Also, kurz runter, kurz abspeichern wieder. Ich weiß, was ich hier mache, ist ab und zu ein bisschen... Ja, aber so muss das Spiel halt eben auch so nutzen, dass das halt funktioniert alles, ne? Ich will die Nebenquest nochmal machen hier. Ja.
weiter? Da unten irgendwie weiter? Ja, richtig. Mist, ich wollte beim Baum noch was kaufen, ganz vergessen. Aha. Muss man drauf kommen, Alter. Nein! Was für ein dämlicher Kack. Ich muss erstmal die Steuerung wieder lernen. Hä? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ach so, doch. Verstehe ich wohl. Ich muss ja meinen Sprung machen hier. Ja, ich muss mich immer noch dran gewöhnen hier, was ich machen muss. Da kann ich nicht. Nein! Was machst du da für ein Blödsinn? Ja, Steuerung ist bei mir Kryptonit. Ab und zu leider. Ah, cool. Oder auch nicht. Oh oh. Oh oh. das denn schaffen. Boah, scheiße. Das wird ja richtig übel jetzt. Das wird ja richtig übel. Wie kann ich mich dann... Das verstehe ich jetzt nicht, wenn ich mich da durchkommen soll. Rutschen oder was? Weiß ich nicht. Wie soll ich da denn dran vorbeikommen? Ich wurde überfragt. Scheiße, ich wollte das doch... Oh Mann, ey. Es ist hier so eine dumme Falle und ich komme nicht dran vorbei, oder was? Ach, nee, Leute. Ach Mann! Tut mir leid, ich werde ganz schnell ungehalten und schreie dann rum. Tut mir leid, weil es geht mir so auf den Sack, sowas. Das muss ich gleich googeln. Ich weiß nicht, wie ich sonst durchkommen soll. Zeit um Raum kann ich doch krümmen, oder nicht? Kann ich doch nicht dann einfach durchwubbeln da? Kann ich nicht. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll. Ach so, durch eine Wand hier springen vielleicht? Ah, ja. Kombinieren. Bla, bla, bla. Leck mich, Alter. Ja, leck mich! Du Scheißding! Oh, bin ich genervt, Leute. Junge, Junge, Junge. Was ist das wieder für eine... Also es ist echt eine riesige Scheiße, ja? Wie kann man sich so einen Blödsinn... Das reicht doch irgendwann auch mal mit dem Kram hier.
Ohne Witz, das geht da voll auf den Sack, ey. Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wollen die mich verarschen oder was? So, wie komme ich hier wieder raus? Ich habe keine, da habe ich keine Lust zu, Leute. Ohne Witz, da habe ich keine Lust zu. So, das reicht doch auch irgendwann mit diesen Scheiß rumgeschnitzt hier. Das reicht doch irgendwann. Ganz ehrlich, das reicht doch irgendwann. Oh Mann, ey, wieso muss ich auch so eine Scheiße wieder anfangen zu spielen, ey? Das finde ich auch nicht gut hier. Das ist, absolut, nee, hab ich keine Lust mehr. Ich bin einfach sauer, hab keine Lust mehr. So, ich bin raus. Tut mir leid, Leute, da müsst ihr selber gucken, was ihr da macht. Ich habe da keine Lust zu. Das ist mir einfach zuwider. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir zu anstrengend. Ich bin zu alt für sowas. Das geht leider nicht. Das kriege ich nicht zusammen auf der Kette hier. Das geht leider nicht. Da kann ich machen, was ich will. Das funktioniert nicht. So, wir machen jetzt nochmal weiter. Auf gut Deutsch auch scheißig. Ja, ich bin kein guter Launer-Player, wie ihr merkt. Wenn ihr es euch nicht zusagt, müsst ihr ja woanders hingehen. Weil, ich habe da, wie gesagt, das Spiel ist gut an sich, ja, ist herausfordernd, aber ab und zu halt auch mega nervig. Alter Scholli, ey. Boah, ist das nervig, ey. Da hast du auch irgendwann gar keinen Bock mehr, ne? Das ist leider so. Ist da oben noch irgendwie hoch? Ja, keine hoch. Ja, treff mich mal wieder, ey. Da kann ich noch irgendwie hoch, aber irgendwie auch nicht. So, müssen wir jetzt mal gleich speichern. Ich habe gerade ein ganz großes Fragezeichen auf meinem Kopf. Was war das denn jetzt schon wieder? Na, wir sind wieder da angekommen. Achso, warte mal. Ich wollte noch zum Laden, ne? Nein, ich wollte noch zum Laden. Wie kann ich eine Schnellreise machen? Lass mich mal in Ruhe hier. Eine Schnellreise machen? Ne, kann ich nicht. Ich will dahin. Habe ich das noch nicht freigeschaltet oder was? Ach, keine Ahnung. Ja. So, ich muss erstmal gerade hardcore beruhigen, sonst drehe ich hier gleich richtig am Rad. Noch mehr als jetzt eben. Ach, das ist ja unglaublich, ey. Mann, Mann, Mann. Das Vieh kriege ich noch nicht mal klein. Weil ich zu alt bin für das Spiel. Ich bin zu alt. Ich bin zu alt. Die Reaktionszeit ist nicht mehr da. Keine Chance. Ach, da brauche ich ja gar nicht hin. Ach komm, leck mich doch. Ja, ist ja gut, ey. Oh, Nervenbeute, ey. Jeder Gegner ist für mich hier ein Endgegner, ey. Ohne Witz. Hoch oder was? Lass dich auch nicht weiter? Warte mal. Doch, du musst jetzt gerade. Ach. Ja, wie gesagt, ich spiele gerade einen einzelnen Mist zusammen. Ich bin auch hardcore sauer wieder. Das ist halt leider so. Wie gesagt, sorry dafür, aber es ist halt mein Wesen, ist halt so. Da brauchte dann halt nichts anderes sagen, außer ja, mehr gar nicht so rum. Ich gehe jetzt woanders hin. Ja, so ist es. Mach jetzt mit der Mission weiter hier. Keine Lust mehr. Mann. Ach, shit, ich hab mich mal wieder aufladen sollen. Ja, eigentlich wollte ich noch im Shop was kaufen, ne? Das ist ja auch noch die Sache. Ich habe sehr viele Kristallkram-Zeugs.
Boah. Ich hab das doch. Ich hab das voll erwischt, Alter. Ich wollte gerade sagen, ey. Wollte gerade wieder rumhalten hier, du. Oh ne, ist das denn jetzt hier? Nein! Bitte nicht! Oh shit, was mache ich da? Ich bin wieder nicht konzentriert genug! Oh, halt dich fest, ich wollte gerade sagen, Alter. Boah. Achso, ich muss an die Dings machen. Alter, was für knapp. Ich will nicht mehr. Oh. Boah, ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend das für mich ist, das zu spielen. Das glaubt ihr nicht, wie anstrengend das ist für mich. Wo sind wir hier denn? Ja, geh erstmal nicht hin. Sammelgegenstände halten. Schreiben 1. Liebste Mutter. Ja, das könnt ihr selber durchlesen, wie gesagt. Das mache ich nicht. Das würde mich jetzt hier komplett Energie kosten, die ich nicht habe. Müsst ihr selber eben. Die haben sich bestimmt Mühe gegeben, das hier zu schreiben und so. Ist bestimmt auch gar nicht schlecht, was da steht und auch bestimmt interessant. Aber wie gesagt, das müsst ihr selber stoppen und selber lesen. Das mache ich nicht mehr. So, ich brauche ganz gerne mal einen Baum. Oh ja, einen Baum. Oh. Ich bin so glücklich, wenn ein Baum kommt. Hammerstatue-Netzwerk. Du kannst zwischen zwei wieder auf und Hammerstatue teleportieren. Integrier mit der Homerstatue und wieder ein Ziel. Ah, okay, cool. Genau sowas brauche ich. Geil. Genau das wollte ich nämlich haben. Nice. Also hin. Okay, alles klar. Nice, willkommen. Nice, nice, nice. Willkommen. So, was kaufe ich denn? Amulettfassung. Gut, kaufe ich. So, jetzt kann ich mich das Ding hier auch noch einsetzen. Hä? Achso. Ja, ist ja gut. Willkommen. Alte Währung. Verbesserungen. Nö, da warte ich noch. Das wollte ich haben. Mehr wollte ich gar nicht haben. So, jetzt muss ich wieder zurück zum Baum. Ja, das haben sie ganz gut gemacht, so, ne? Das ist, bei mir ist da das Problem. Die Controllersteuerung, die muss ich halt irgendwie in den Griff kriegen, sonst habe ich halt ein Riesenproblem. So, jetzt habe ich nämlich ein paar mehr Amulette dran. Das ist schon mal gut. So, mehr wollte ich gar nicht. Jetzt muss ich da oben irgendwie hoch. Das ging ja. Da habe ich mich auch hart konzentriert, nicht geredet. Nicht so ruppig mit dem Prinzen. Ah. Anahita, ich kenne dich. Du bist der Krone treu ergeben. Warum tust du das? Wir haben noch einen weiten Weg. Halt! Ich kenne dieses Atra. Anahita, keine Bewegung! Erledigt ihn! Was? Erledigt ihn? Wer? Wo? Lass das. Oh oh. Nein, Ninja! Ja.
Ja! Das große Problem ist hier ab und zu auch, man ist hier mitten... in der Combo drinne. Und da kannst du nichts mehr machen. Ich habe gerade Hassan und Anahita gesehen. Sie waren eben noch über uns. Verstehe. Sie müssen nach Westen gegangen sein. Es ist seltsam. Das ist ein Labyrinth, aber es kommt mir vor, als wäre ich... Bahram, geht es dir gut? Ja. Ja, alles ist in Ordnung. Hier, nimm das. Ich will niemanden an diesen Ort verlieren. Neues Amulett freigeschaltet. Was ist das denn? Führe am Ende der Standard-Kombo einen vierten Angriff aus. Drücke, dritte Angriff an den Gegner trifft. Und was, Bleib auf dem Pfad zum Simurg-Tor. Wir sehen uns da oben. Ja, noch eine Kombo lassen wir mal lieber. Aktualisiert, der entführte Prinz. Okay, Hauptquest. Sollen wir was gucken hier? Was überlegen? Was gucken? Was überlegen? Hier durch die heilige, durch das heilige Archiv zur oberen Zitadelle. Okay. Okay. Heiliges Archiv. Heiliges Archiv. In diesen Mauern wurde wissenschaftliche und kulturelle Erkenntnisse aus der ganzen Welt gesammelt. Ein Archiv, das altes wie neues Wissen über Götter und die Kreaturen der Erde vereint. Diese Informationen sind universell und stehen allen Führung, die ihren Horizont erweitern möchten. Offizielles Dekret von König Darius dem Großen. Berg Quaff oder so. Für Jahrhunderte war der Berg Quaff ein einladender Ort unter der Herrschaft von König Darius, besuchte die ganze Welt die Zitadelle des Wissens. Angesichts der zunehmenden Bedrohung wies der König seine Architekten an, Befestigungen zu entwickeln. Lang nach seinem Tod baute Miriam durch den Fluch in den Wahnsinn getrieben die Stadt weiter aus. Okay. Ist sie das? Er ist da! Archimist. Er will uns einsperren! Wer? Hä? Er ist da! Ja, gut. Ja. Oh. Oh, shit. Warte mal, habe ich hier nicht vielleicht irgendwo einen Baum für Markierungen? Ah, guck mal, hier habe ich einen Baum. Ich glaube, ich werde jetzt hier auch erstmal die Aufnahme beenden und speichern. Der erste Part ist durch. Bin anstrengend genug. Du hast mich gefunden. Aber ich war ja gar nicht verloren. So viele neue Besucher rasen durch die Stadt. Du meinst, so wie ich? Hast du eine Frau mit dem Wappen eines Generals gesehen? Gesehen? Nein. Unsere Wurzeln spüren die Erschütterungen am Berg Kav. Ah, dann weißt du nicht, wer es sein könnte. Sie bedrängt den jungen Mann, schiebt und stößt ihn. Wak Wak versteht das nicht. Der junge Mann ist eine sensible Seele, liebenswürdig. Der Wak Wak mag ihn. Okay. Ich habe jetzt ein neues Amulett, das setze ich aber nicht mal ein, weil ich die anderen alle dann verliere. Oder vielleicht doch. Ich werde das mal probieren. Ich kann es ja mal probieren. So, ja, ich speichere jetzt gleich nochmal hier. Und dann geht es hier weiter. Nächsten Quest-Abschnitt hier: Der entführte Prinz. Und dann durchs heilige Archiv gehen.
Flohen auf dem Berg Quaff haben wir abgeschlossen. Besiege Yahanda, das haben wir auch gemacht. Wie gesagt, ich habe natürlich sehr viel rumgehatet, aber ich kann es ja nicht ändern. So ist da mein Wesen. So, danke fürs Zusehen nochmal. Danke für den Support reingehauen. Bis zum nächsten Mal hier bei Prince of Persia. Tschüss.